Ja, genau. Also ich möchte nur einen kurzen Input geben für eine kleine Arbeitsphase. Und zwar möchte ich gerne mit euch was zusammen ausprobieren. Ich habe mir Gedanken gemacht, oder wir haben uns Gedanken gemacht im Vorfeld über ja, noch ein paar didaktische Aspekte zum Flip Classroom. Und es knüpft ganz gut an die Diskussion, an die wir gerade hatten. Nämlich an die Frage, immer Flip Classroom oder immer Videos einsetzen. Schüler beschweren sich nach einer gewissen Zeit, dass es langweilig wird und so. Flip Classroom hat ja letztlich eine didaktische Grundstruktur. Nämlich didaktische Grundstruktur ist Phase 1. Schüler müssen eine Erklärung nachvollziehen und verstehen. Phase 2, üben, anwenden, Transfer. So. In meinen Vorlesungen war es immer so, ich habe in der Vorlesung erklärt und die Studenten haben zu Hause geübt. Und für mich war es total logisch, die Erklärung nach vorne zu lagern und mehr Zeit zu haben in der Veranstaltung zum Üben und Anwenden und gemeinsam diskutieren. Die Frage ist aber, ob an einigen Stellen die Erklärung am Anfang immer sinnvoll ist. Darüber hat man sich früher keine Gedanken gemacht in der Vorlesung. Man hat halt erklärt, weil es war halt eine Vorlesung. Jetzt habe ich die Erklärung per Videos ausgelagert und habe über den Kontext hin, also über diesen, ja, über diesen Prozess immer mehr verstanden, dass Erklärungen an vielen Stellen eigentlich noch stören. Also an vielen Stellen stören mich meine Videos. Eigentlich ein bisschen absurd, weil ich ja auch in der Mathematik und Informatik Didaktik tätig bin und viele didaktische und methodische Ansätze, die wir dort vermitteln, mir jetzt immer mehr bewusster wird, dass ich das eigentlich auch im Kontext meiner Vorlesung machen müsste. Und ja, worum handelt es sich, ne? Also die Gefahr, die, wenn man Flipped Classroom als Grundmodell nimmt und überall ansetzt, die Gefahr, die da besteht, ist, dass sowas unter den Tisch fällt wie selbstentdeckendes Lernen beispielsweise. Also am Anfang nicht etwas erklären, nicht erklärend einführen, sondern eine Situation schaffen, in der Schülerinnen und Schüler sich selbst etwas erarbeiten, Wissen erarbeiten, bestimmte Regelmäßigkeiten entdecken, in die ich sonst irgendwie einfach per Erklärung eingeführt hätte. Experimente, die am Anfang stehen, anhand derer man sich etwas erarbeiten kann, Projektunterricht, Begriffslernen und so weiter, sind ganz unterschiedliche Situationen, in denen man vielleicht am Anfang nicht immer eine Erklärung braucht. Und die Gefahr besteht, dass wenn man dieses Grundmodell hat, dass man dann Erklärungen bringt an Stellen, an denen Schüler sich eigentlich etwas selbst erklären könnten und dann damit Chancen vertut aus fachlicher Sicht. Mal ein Beispiel aus mathematischer Sicht, Einführung Parallelogramme. Es geht um den Begriff Parallelogramm und Abgrenzung des Parallelogramms gegenüber Nicht-Parallelogramm. So, wenn man jetzt Flipped Classroom als Grundmodell hat, könnte man am Anfang ein Erklärvideo stellen, bei dem man erklärt, was ist ein Parallelogramm. Man erklärt die Eigenschaften des Parallelogramms, Schüler schauen sich das zu Hause an und anschließend kommen sie in den Unterricht und kriegen Aufgaben dazu, müssen Aufgaben zum Parallelogramm bearbeiten. Das kann man machen. Ich glaube, man verschenkt an der Stelle das Potenzial, dass Schülerinnen und Schüler mathematisch tätig werden, auf einer ganz anderen Ebene. Nämlich selbst die definierenden Eigenschaften von Parallelogrammen erarbeiten und da gibt es verschiedene Möglichkeiten und argumentieren, warum sie etwas für ein Parallelogramm halten und warum sie etwas anderes nicht für ein Parallelogramm halten. Und eine Alternative, die ja üblicherweise in dem Kontext eingesetzt wird, ist beispielsweise im Klassenunterricht, dass man am Anfang an der Tafel verschiedene Vierecke anbringt und die Schüler auffordert, sortiert mal. So. Das heißt, jetzt ist man in eine mathematikhaltige Situation hineingeworfen und muss versuchen zu verstehen, wie ich diese Vierecke sortieren kann, welche gehören zusammen, welche gehören nicht zusammen. Ja, und dann ja, muss man beispielsweise argumentieren, also links oben, links unten, die beiden Vierecke sind Parallelogramme. Warum habt ihr die zusammengeführt? Ja, dann müssen Schüler versuchen, aus sich heraus zu generieren, die Gesetzmäßigkeit, nach der sie vorgegangen sind. Und das Viereck rechts unten, gehört das dazu, ja oder nein? Also das Rechteck als spezielles Parallelogramm. Oder das Viereck genau in der Mitte, warum gehört das nicht dazu? Ja, es hat nur ein paar parallele Seiten. Also Schüler müssen selbst versuchen, hier an dieser Stelle Struktur in die Unordnung zu bringen. Und aus dieser Tätigkeit heraus entwickeln sie die Eigenschaften des Parallelogramms und anschließend kann man üben. Und ich glaube, diese Situation ist so eine beispielhafte Situation, in der es schade finden würde, wenn Schüler erstmal eine Erklärung bekommen würden, was ein Parallelogramm ist, bevor sie dann damit arbeiten. Gibt es zahlreiche andere Situationen noch.
In dem Kontext bin ich auf eine Theorie gestoßen, oder Theorie, ja, kann man sagen, von Oser und Bereswyl, die sich mit den Basismodellen des Lernens befasst haben. Und zwar haben die folgenden Gedanken: Es gibt verschiedene Lernzieltypen oder Lernprozesstypen. Hier oben habe ich ein paar aufgeführt: Problemlösen beispielsweise, Begriffslernen, Strategielernen, Routinebildung, andere Dinge, Regellernen. Und Oser und Kollegen sagen, jeder dieser Typen hat unterschiedliche Phasen. Ja, und jeder dieser Lernprozesstypen ist unterschiedliche Phasen aufgegliedert. Beispielsweise beim Begriffslernen, Punkt 2, das wäre eben gerade das Beispiel mit Parallelogrammen gewesen, dass man erstmal mit Beispielen und Gegenbeispielen konfrontiert wird eines Begriffs, dass man daran erarbeitet, die definierenden Eigenschaften des Begriffs, um anschließend dann weiter zu elaborieren, mit dem Begriff weiter zu arbeiten. Routinebildung sieht ganz anders aus, da muss viel geübt werden beispielsweise. Am Anfang wird beispielsweise oder beim Regellernen ein Verfahren demonstriert. Das würde vielleicht für eine Erklärung am Anfang sprechen und anschließend wird Routine eingeübt. Zum Beispiel Skalarprodukte, Beispiel, was wir vorhin gesehen haben, da würde man vielleicht am Anfang erklären, wie man es berechnet und anschließend soll Routine erworben werden, dadurch, dass man es eben oft in verschiedenen Situationen, in verschiedenen Aufgabensituationen übt. Also hier unten habe ich mal zwei solche Phasen aufgeführt, die in irgendeiner Weise zeigen sollen, es sind unterschiedliche Strukturen dieser Prozesstypen. Und Flipped Classroom würde jetzt davon ausgehen, dass am Anfang immer ein Erklärvideo steht. Und das ist gar nicht der Fall. Also zumindest aus didaktischer Sicht ist das nicht immer gut. In vielen Fällen ist es gut, in anderen ist es nicht gut. Oser hat ganz unterschiedliche Typen hier aufgeführt, die ich nicht als Liste betrachten würde, die man kennen muss unbedingt, ja, sondern eigentlich spielt es gar keine so große Rolle, welchen Prozesstyp ich vor mir habe, sondern man überlegt sich eben, was ist mein Lernziel und in welchen Phasen kommt man zu diesem Ziel. Ja, also hier beispielsweise haben Sie Wissensaufbau, Konzeptbildung, Betrachten des Lernens, Lernen von Strategien, Kooperationslernen und so, ganz unterschiedliche Typen. Also wer daran interessiert ist, kann ich auch gerne mal Links zu den Texten schicken. Darum geht es aber eigentlich gar nicht, sondern worum es geht, ist, dass man sich zuerst mal überlegt, was ist eigentlich das Lernziel und in welchen Phasen komme ich dahin und welche Medien und Methoden brauche ich denn in jeder dieser Phasen? Also sich erstmal darüber Gedanken zu machen, über die kognitive Phasenstruktur eines Lernprozesses und dann zu überlegen, in welchen dieser Phasen helfen welche Medien dabei, diese Phase zu bewältigen. Und in manchen Phasen sind Videos sehr gut, in anderen sind sie vielleicht eher hinderlich. So, ich habe mal hier ein paar Beispiele für solche Lernziele aufgeschrieben, die man sich im Anfang überlegen könnte, so kompetenzorientiert, ne? Also beispielsweise die Schülerinnen und Schüler können definierende Eigenschaften von speziellen Vierecken identifizieren. Das würde dafür sprechen, dass man die Situation schafft, die ich gerade gezeigt habe, mit unterschiedlichen Vierecken. Oder das Gesetz der großen Zahlen auf der Basis von Würfelexperimenten intuitiv begründen, die Kettenregel beim Differenzieren anwenden oder Aussagen mit Hilfe vollständiger Induktion beweisen. Das sind jetzt ganz unterschiedliche Lernzieltypen. Wenn man beispielsweise das untere nimmt, Aussagen mit Hilfe vollständiger Induktion beweisen, das würde auf so eine Art Regellernen vielleicht hindeuten. Also man lernt ein Verfahren, das man anwenden können muss und das Verfahren muss erstmal gezeigt werden. Also da würde ich am Anfang ein Erklärvideo bringen, wo das Verfahren vorgeführt wird und anschließend sollen die Schüler das üben, einüben, verschiedene Situationen darüber sprechen. Während man vielleicht hier beim Gesetz der großen Zahlen erstmal mit Würfelexperimenten anfangen würde und nicht gleich am Anfang das Gesetz der großen Zahlen erläutern würde, sondern die Schüler sollen erstmal Erfahrungen sammeln im Auswerten eines Würfelexperiments, um daraus abzuleiten, dass je häufiger ich würfle, umso wahrscheinlicher oder umso näher rücken die relativen Häufigkeiten an die tatsächliche Wahrscheinlichkeit. So, das Ganze habe ich jetzt mal hier in so eine Art Schema gepackt, dass man, das würde ich jetzt gerne mit euch diskutieren, vielleicht nutzen kann auch in unserem Projekt für die Planung solcher Lernprozesse und dann für die Entscheidung, an welcher Stelle in Lernprozessen könnten denn Erklärvideos beispielsweise eine Rolle spielen. Vielleicht kurz zur Erklärung des Schemas. Oben steht, die Schülerinnen können, also oben schreibt man dieses Lernziel hin, das kompetenzorientiert formuliert, dann eben besagt, was sie am Ende können sollen. Und diese einzelnen Phasen bedeuten, okay, es gibt
bestimmte kognitive Schritte oder bestimmte Lernschritte, die vollzogen werden sollten aus didaktischer Sicht, sodass man zu diesem Ziel kommt. Also man hat bestimmte Teilziele und Lernaktivitäten, die zu diesen Teilzielen führen. So. Wenn man das mal hat, kann man sich überlegen, ob diese Phase jeweils besser alleine vollzogen wird oder besser zu zweit, in der Gruppe oder in der Klasse. Also wie muss die Sozialform sein? Dann zu Hause oder im Unterricht. Wenn jetzt hier beispielsweise in irgendeiner Phase, wenn man aufgrund dieser Planung hier dazu auf die Idee kommt, das macht man besser allein und besser zu Hause, würde das dafür sprechen, dass man das vielleicht mit einem Erklärvideo begleitet, während man in bestimmten Phasen beim zu zweit in Gruppe und so weiter gearbeitet wird, im Unterricht dann vielleicht eher für andere Methoden und Medien spricht. Das erinnert stark an eine Strukturskizze vom Unterricht. Kann man fragen, was soll das Ganze? Ist schon ein anderer Schwerpunkt. Das ist keine Unterrichtsstrukturskizze. Es geht hier nicht um eine Unterrichtsstunde. Dieses Ding kann sich über mehrere Unterrichtsstunden hinwegstrecken und über Unterricht, also Unterrichtsstunden und Hausaufgaben im Wechsel. Und es geht auch nicht darum, eine Stunde zu planen, sondern einen Lernprozess, was letztlich auch dazu führen kann, dass die Schüler an unterschiedlichen Stellen, an unterschiedlichen Lernprozessen gerade sind. Also im Sinne von Individualisierung, ein Schüler gerade mit einem Prozess beschäftigt ist und andere mit einem anderen Prozess, zum Beispiel in euren Lernbüros, werden die Lernprozesse ja letztlich in gewisser Weise gestaltet und keine Unterrichtsstunden. Ja? Und Schüler befinden sich an ganz unterschiedlichen Stellen in verschiedenen Prozessen. Ich habe mal ein, zwei Beispiele ausgearbeitet. Das ist jetzt etwas klein in der Präsentation, aber ich zeige mal, was genau dahinter steckt. Ich habe mal das Beispiel genommen, die Schülerinnen können das Gesetz der großen Zahlen intuitiv begründen. So. Wie würde man anfangen? Man will erstmal Erfahrungen sammeln lassen. Es spielt eine Rolle, wie oft ich würfle. Also wenn ich beispielsweise zwei oder dreimal würfle und würfel zweimal eine 1, einmal eine 2, was sagt das über die Wahrscheinlichkeit aus? Wie wahrscheinlich ist es, eine 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 zu würfeln? Gar nichts. Ich muss öfter würfeln. Okay. Das heißt, man muss also erstmal Würfelexperimente durchführen, auswerten. Das würde man vielleicht zu zweit machen im Unterricht, also im zweiten Unterricht gestalten, als Experiment mit Würfeln, Auswertungstabellen. Im nächsten Schritt würde man vielleicht im Unterricht im Klassengespräch die ganzen Ergebnisse sammeln, zusammentragen, vielleicht auch die Würfelergebnisse zusammenführen als große Tabelle und schauen, was passiert jetzt und darüber diskutieren. Das kann man vielleicht machen mit der Tafel oder Dokumentenkamera, um die einzelnen Ergebnisse vorzustellen. Bis zu der Stelle würde man vielleicht noch gar nicht in irgendeiner Weise Erklärvideos einsetzen und hat überhaupt gar keine Gelegenheit, das zu tun, weil man ganz anders vorgeht. Also man geht ja schon sehr schülerzentriert vor. Jetzt kommt man aber vielleicht auf den Gedanken, dass es ganz gut wäre, wenn Schülerinnen und Schüler das auch noch in Tabellenkalkulationen nachvollziehen, also Würfelexperimente mit wirklich vielen Fällen in einem Tabellenkalkulationsblatt generieren, wo man einfach 1000 Mal würfeln kann innerhalb von einer Sekunde, ja, auf Knopfdruck. Sodass man jetzt hier vielleicht als Hausaufgabe allein zu Hause ein Erklärvideo geben könnte, das einführt in wie erzeuge ich Zufall in Tabellenkalkulation. Man macht also ein kleines Mini-Tutorial, in dem erklärt wird, wie man in Tabellenkalkulation Zufallsexperimente durchführt und gibt dazu ein Aufgabenblatt. So. Und in der nächsten Stunde würde man vielleicht in den Computerraum gehen oder mit Tablets und so weiter arbeiten und dann diese Experimente mit Tabellenkalkulation durchführen. Und weil die Schüler das zu Hause schon gesehen haben, wie das geht, können sie auch direkt anfangen zu arbeiten und man kann betreuen. Also hier hätte ich jetzt hinten direkt so eine Art Flipped Classroom, klassisches Flipped Classroom Modell. Man arbeitet zu Hause an Videos, bekommt erklärt, wie man Tabellenkalkulation benutzt und setzt es dann im Unterricht ein. So. Aber ausgegangen ist man nicht von der Methode, ich will jetzt Flipped Classroom machen, sondern ausgegangen ist man von einem Lernprozess und hat sich überlegt, an welchen Stellen in diesem Prozess passt denn ein Video. Genauso hier, anderer Lernprozess, die Schülerinnen können die Kettenregel beim Differenzieren anwenden. Da würde man vielleicht auf die Idee kommen, okay, ich gebe am Anfang mal eine Erklärung, was ist die Kettenregel, wie funktioniert sie. Das heißt, die Schüler setzen sich zu Hause hin, alleine, schauen das Erklärvideo an zur Kettenregel, kommen dann in den Unterricht und können an unterschiedlichen Aufgaben, an mittleren und schweren Aufgaben, so wie Felix es vorhin erzählt hat, dann entsprechend üben und man ist als Lehrer dabei und kann helfen. Und dann kann man auf die Idee kommen, wie ihr es vorhin auch gesagt habt, dass man vielleicht die Aufgaben, die im Unterricht gestellt wurden, dann auch als Lösungsvideos zur Verfügung stellt, in der man als Lehrer nochmal vorrechnet, wie die Aufgaben gelöst werden können und die Schülerinnen und Schüler zu Hause dann anhand der Videos ihre eigenen Lösungen vergleichen können und schauen können, wie kann man die noch lösen oder
Ich bin dann zu keinem Ergebnis gekommen, mir hat es der Lehrer gemacht. So. Das wäre jetzt eigentlich nicht Flipped Classroom, ja, weil ich die Videos nicht, also diese letzte Phase, nicht in Vorbereitung auf etwas schaue, aber es wäre ein anderer Einsatz von Videos in einem Kontext, ja, auf Basis von so einer Lernprozessplanung.